Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute unseren Villager Breeder weiter, beziehungsweise das Transportsystem des Villager Breeders. Ich bin in der Zwischenzeit, und ich brenne cool, ich bin in der Zwischenzeit zwischen den Folgen jetzt einmal nach Hause gegangen und habe Stuff gefarmt, dass wir das alles nämlich nicht jetzt machen müssen, sondern einfach jetzt losgehen können und es dann direkt bauen können, dass ihr jetzt nicht euch denken müsst, oh, wie langweilig ist das denn? Es ist Nacht und ich habe das Bett, das einzige Bett, was ich zu Hause habe, für den Villager Breeder benutzt. Heißt, wir müssen mal kurz bei Nacht dahin steppen und uns dort in ein Bett legen. Ja, heute will ich das System bauen, dass wir die Villager im Prinzip gut abtransportieren können. Ich lasse mir da mal was Eigenes einfallen. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas baut. Ich denke aber mal, ich kriege das schon relativ okay hin. Ich weiß noch nicht, ob ich die Schienenstrecke heute in der Folge baue oder in der nächsten. Denn die Schienenstrecke wird auf jeden Fall nochmal gut was dauern, die wir so durchführen bis nach da hinten müssen. Und dann müssen wir auch nicht immer mehr so lästig laufen. Aber wie gesagt, Hauptziel ist erstmal diesen Raum unter dem Villager Breeder zu bauen, der ja dort ist. Oh nein, sagt mir nicht, die Villager sind tot. Oh, nee. Wenn die Villager tot sind, weine ich. Ich glaube, der drin war nämlich nicht ausgeleuchtet. Sie leben, sie schlafen nur. Oh mein Gott, hier ist halt nicht ausgeleuchtet, deswegen. Ich setze euch mal hier ein bisschen Licht hin, dass hier wirklich zu 100% nichts spawnt. Und hier oben setzen wir mal die Fackel hin und dann müsste es hell genug sein. Ja, ich habe keine Fackel mehr. Alter, es sieht so hässlich aus. Dann lege ich mich auch mal ins Bett. Und dann ist es auch gleich Tag. Außerdem habe ich mal Knochenmehl mitgebracht, damit wir das hier ein bisschen hochzüchten können, damit es schneller geht. Damit wir vielleicht heute noch, das wäre am besten, damit wir vielleicht heute noch das erste Kind begrüßen können, weil die paaren sich im Prinzip. Und die paaren sich nur, wenn die genug Essen haben. Und wie ihr seht, hier ist halt noch nicht genug Essen. So, also Plan wäre auf jeden Fall gewesen, dass wir hier ein Auffangbecken hinbauen, was so abgegrenzt ist circa. Muss ja, wie gesagt, alles nicht schön sein, ist ja erstmals funktional. Und dieses Auffangbecken wird mit Wasser die Villager hier vortreiben. Und hier werden sie dann in ein Loch befördert, dass sie im Prinzip über eine Wasserabfuhr, in Anführungszeichen, hier runtergespült werden, dann in dieses Loch kommen. Und hier sammeln sie sich dann vielleicht... Wir machen es noch so, dass sie über... diese Wasserkanäle hier noch über einen Wasserkanal hier runter transportiert werden und hier nochmal tiefer landen und hier hebe ich einen relativ großen Raum aus, dass sie sich halt hier wirklich auch sammeln können zur Not. Aber ich denke mal, so viele Villager werden sich hier eh nie sammeln. Aber halt, dass sie wirklich genug Platz haben und nicht sterben, weil sie auf zu engem Raum sind oder so. Hier ist ein Zaun irgendwo hier und dahinter kommt es dann dazu, dass wir das System bauen, was sie im Prinzip... dann nach Hause bringt. Das, was ich jetzt allererstes jetzt erstmal checken muss, ist, ob Schilder... Ich bin nämlich der Meinung, es war in einem Update so, dass es nicht mehr möglich ist, dass Schilder Wasser aufhalten. Bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Und ich muss auch... Ich mache jetzt erstmal hier eine Kiste hin. Und da kommt jetzt erstmal direkt alles rein. Ja, sie halten das Wasser auf. Sehr gut. So, genau. Und dann müssen die Villager, wenn sie hier runterfallen, hier reinfallen, langsam nach dort getrieben werden. Und hier werden sie dann von einem Wasserkanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, werden sie dann 7 Blöcke weit nach dort getrieben. Genau. So, hier fallen sie dann in den Raum. Und in dem Raum checke ich, ob sie gut sind oder nicht. Und dann werden wir sie zu mir bringen. Leute, ich habe hier nebenbei wieder meine Fragenseite offen, weil ich halt mal wieder ein paar Fragen beantworten muss, weil ich sagen muss, dass für mich so ein bisschen in den, oder nicht muss, aber will, für mich hat es nämlich in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen darunter gelitten. Wir haben uns ja in den letzten Folgen eher so ums Game gekümmert und ich finde, Fragen sind so irgendwie wichtig. Ich finde es geil, so Fragen zu beantworten, so meine Meinung dazu wiederzugeben. Ich habe ja auch mal Meinungsvlogs gemacht, nur 2, 3 Stück, glaube ich, aber keine Ahnung, ich finde das nice so und deswegen mache ich das auch gerne. Und nicht wundern, ich muss hier mal ganz kurz ein paar Fackeln abbauen, weil ich keine mehr habe und hier auch nicht weiß, wo Kohle ist und ich wirklich dringend Fackeln brauche für den Villager-Raum unten. Oh! Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken, wir müssen unbedingt mal wieder nochmal Fackeln holen, um das auszuleuchten. Und eine Tür machen. Eine Tür ist auch wichtig.
Und eine Frage, die hier ist, ist, welche Schwächen hast du? Schwächen ist immer schwer zu sagen. Deswegen ist jeder Mensch hat ja Schwächen und viele haben ja dann auch die Schwäche, dass sie von ihren Schwächen nicht erzählen können, beziehungsweise keine wirkliche Schwäche in sich sehen. Das nennt sich dann auch, sie sind einfach nicht wirklich selbstreflektierend so. Aber ich glaube, ich kann das ganz gut so. Also ich weiß auf jeden Fall, ich bin empathielos wie ein Stück Scheiße. Also wirklich, was andere Menschen, wo andere Menschen sagen, oh mein Gott, mein Leben geht unter, sitze ich da und denke mir, ja, schön, und was soll ich da dran ändern? Und dann reagiere ich wie so ein richtiges Arschloch manchmal, was mir übelst leid tut dann am Ende, wo es mir dann auffällt. Nur ich kann halt, ich kann nicht sagen, wenn mir jemand von seinem Problem erzählt, die er hat. Und ich finde, die Probleme sind keine Probleme, sondern es sind so, ist so Pipifax, dass man easy lösen kann. Dann sage ich das der Person, obwohl die gerade mega verletzt ist, was eigentlich mega dumm ist, was man auch nicht macht so. Aber ich mach's trotzdem, weil ich einfach manchmal in den Situationen echt einfach nur blöd bin. Einfach wirklich nur blöd bin. Und dann wäre eine Schwäche, ich weiß nicht, ob man es wirklich Schwäche nennen kann. Es kann auch sein, dass so auf jeden Fall auch an der Pubertät liegt, würde ich sagen. Aber ich würde auf jeden Fall noch sagen, dass ich oft den Weg, den ich gehe, zwar gehe, aber mich sehr leicht davon abbringen lasse. Dass ich sehr leicht zum Beispiel mich ablenken lasse durch irgendwelche anderen Beschäftigungen und deswegen nicht das durchziehe, was ich unbedingt will, was eigentlich das Wichtigste ist, was ein Mensch machen sollte, dass er wirklich das macht oder dafür kämpft, was er möchte, so, wisst ihr, was ich meine? Und was definitiv noch eine riesige Schwäche an mir ist, und ich muss mir ganz kurz noch Wasser holen, Leute. Alter, das ist nämlich die Schwäche an mir. Denn ich sabber, also wirklich daran arbeite ich, aber ich habe so viel Speichel in meinem Mund wie 10 Menschen gleichzeitig. Also wirklich, ich sabber manchmal wie ein hilfloses Stück Scheiße. Ich rede mit meinen Freunden und manchmal spucke ich sie aus Versehen an. Also weil ich rede und es einfach so, oder ich einfach so rede, dass halt Spucke mit rauskommt, kennt, denke ich, auf jeden Fall jeder, dass da irgendwann mal auf jeden Fall was mit rauskommt. Und das ist auch noch eine richtig krasse Schwäche, da gebe ich aber mein Bestes. Ich versuche öfter zu schlucken, alles, damit das weggeht, weil mich das so krass stört. Es ist auch echt ekelhaft, wenn man es einfach mal so sagen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall auch noch eine, würde ich wirklich sagen, krasse Schwäche von mir so. Also, die Villager haben es hier einfach viel zu schön, muss man mal auch erwähnen. Es ist einfach wirklich viel zu schön für die Villager. Das müsste eigentlich alles funktionieren. Ich werde jetzt noch eine Decke und ich bin so dämlich. Ich habe mir viel zu viele Slabs gecraftet, egal. Denn ich will hier noch Slabs hin tun, hier. Und das einmal mit Slabs auskleiden, das stört ja die Villager nicht. Und es reicht exakt noch, mein Holz reicht exakt noch für 3 Schilder. Das ist super. Die platzieren wir dann einmal hier. Und setzen hier das Wasser. Und dann müssen die Villager, wenn sie da dort reinfallen, hier runtergetrieben werden. Und ich gehe gleich mal schlafen, müssen hier runtergetrieben werden, fallen hier rein. Und wenn der Block dann hier noch weg ist, werden sie weitergetrieben. Aber irgendwie sehr, sehr langsam, muss man mal sagen. Also es ist hier mal, Digga, ist hier mal mega lahm. Aber naja, sie werden weitergetrieben und fallen dann hier hinein in 10 Jahren. So. Und hier werden sie dann aufgefangen. Ich baue den ganzen Raum auch nochmal eins tiefer, einfach nur, damit wir hier eine Freiheit haben. Und dann muss ich mir unbedingt noch eine Tür machen, damit ich dort ordentlich runterkomme auch und keine Zombies da runtergehen zu meinen Villagern. Lieber Strandurlaub oder Städtefahrten? Also ich muss... Haben die ein Kind gemacht? Nee, habt ihr nicht. Mann, ihr seid so eine Loser. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eher der Mensch für Städtefahrten. Nee, aber ich finde so, wenn ihr euch mal so kranke Städte gibt, ne, so richtig heftige Städte, wie zum Beispiel New York oder Manhattan, Dubai ist auch heftige Stadt so. Wenn ihr euch solche Städten gibt, Alter, seid ihr schon mal vor einem Hochhaus gewesen, was 300 Meter in die Höhe geht? Das 300 Meter, Alter, ist... Also ich stand bis jetzt, habe ich auch schon mal gesagt, nur vom Fernsehturm in Berlin. Und das ist ein Lauch, Alter. Das ist eine Stange, die nach oben geht. Und das ist schon ein heftiges Gefühl. Aber wenn ich mir vorstelle, vor einem Gebäude zu stehen, was groß ist, wirklich davor zu stehen und... Nee, das muss sich einfach so heftig anfühlen, wenn du hochguckst und... Du musst dich so winzig fühlen, so winzig fühlen. Ich kann mir das so heftig vorstellen. Strandurlaub ist zwar auch geil,
Aber ich glaube, müsste ich mich entscheiden, würde ich eher den Stadturlaub wählen. Aber auch nur in der Stadt, wo ich mir wirklich denke, boah, da muss ich mal hin. Leute, können Villager-Leitern hochklettern? Ich weiß es nicht. Ist mir auch relativ egal. Ich lasse die Leiter da einfach mal und hoffe mal, dass es okay. Also Leute, es ist nicht wunderschön, ich weiß, aber es ist bisher fertig. Und der Raum da sieht aber 10-mal besser aus als das hier, wo ich mich hier 100-mal mehr aufhalten werde als da drin. Ist aber auch egal. Die Villager werden, wie gesagt, da reingetrieben. Ich kann es euch nochmal live zeigen. Die machen Liebe. Die machen Liebe. Sind wir live dabei? Sind wir live dabei? Sind wir live dabei? Komm. Hier ist doch ein Baby. Da! Wir waren live dabei, Jungs. Das erste Kind. Hallo. Hallo. Na, alles gut? Soll ich dir mal was sagen? Du bist der Testversuch, mein kleiner Bursche. So, und jetzt gucken wir mal, ob es unten ankommt. So, also es wird hier hingetrieben, geht hier rein und es ist sogar schon unten. So, und jetzt haben wir hier unser Baby. Hallo, Baby. Oh, es funktioniert, Leute, es funktioniert. Geil. Und, ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier unser Kind. Und wenn ich jetzt die Villager habe und ich die cool finde, dann nehme ich mir die, beziehungsweise schieb die oder hol die mit einer Bahn oder whatever. Hol die mir, tu die hier in das Minecart setzen. Und, wenn ich will, dass die dann losfahren, dann mache ich so und schieb die an. Und dann fahren die halt bis zu uns nach Hause. Und zu Hause bauen wir dann die heftig deftige Eisenfarm. Ich denke mal, die wird echt nice. Aber ja, Leute, ich hoffe, euch hat die kleine, feine Folge gefallen. In der nächsten Folge, morgen 17 Uhr, bauen wir dann unsere wunderschöne Minecart-Strecke, die dann bis nach Hause führt. Und transportieren vielleicht schon die ersten Villager ab. Och, ihr seid so toll. Mich freut das gerade richtig, dass das funktioniert, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.